Ja, da. Das war jetzt nicht so clever. Und dann drin. Ja, und also. Die Distanz ist jetzt wo? Der ist hier. Ach, ja. Der war schon ein bisschen länger raus anscheinend. Okay, das ist dann uns gegangen. Entschuldigung an dieser Stelle also. Ja, nee, der muss eigentlich relativ zeitgleich ausgeschieden sein. Den habe ich nämlich auch gerade erst die Meldung bekommen, aber da sehen wir nichts von. Das ist natürlich ziemlich bescheiden. Aber das sieht auch so ein bisschen. Nee, das sind nur Lags. Wundert mich jetzt aber. Dann steht er hier. Ja, da hat er keine Lust mehr gehabt. Ich weiß also, ob das Lags waren. Ob das ein Disconnect war, meinte ich natürlich. Weiß ich nicht. Müsste man mal bei ihm nachfragen. 200 Runden sind übrigens jetzt umrundet, also 200 Mal in Bristol ging's links rum und führender Mann sehen wir hier gerade eingebildet. Das war aber nicht sein, das kann auch Name dran sein. Gewonnen worden hat er nicht, also Matthias Koch auf Position 1. Dann sehen wir da vorne Sandro Petro Ciolo auf Platz 3, fahren wir nämlich gerade mit. Und jetzt vorne eingeblendet Martin Stöllinger. Auf der 4 haben wir Steven Klein. Auf der 5 haben wir Mike Azzolin. Auf der 6 Marius Bert. Auf der 7 Roberto Lai. Auf der 8 Noah Nevi, auf der 9 Marco Meyer. Oh, Moment, das ist hier, glaube ich, sehr schön deformiert. Also. Hey, da hat er sich eine Formel 1-Nase gefahren. Ja. Wenn das aerodynamisch hilft, warum nicht? Why not? Genau, wo war ich stehen geblieben? Auf der 9 Marco Meyer, auf der 10 Friedrich Latitz, auf der 11 Dominik Wölfel und auf der 12 Gary Hart. Die beiden haben ja gerade eben. Wir und sehen, glaube ich, weiter. Und hier, es geht vorne, wir müssen vorne wieder gucken. Es geht weiter. Fahren wieder Koch, ja, Matthias Koch auf der 1, Sandro Petrocello auf der 2 sehen wir da vorne im weißen Auto. Das mit dem weißen Heck und er scheint auch gut mitzukommen mit Matthias Koch. Ich habe schon wieder gesehen. Ignorieren. Einfach ignorieren. Es ist Nummer 21. Wenn ich nicht mein eigenes Lenkrad hier vor der Nase hätte, ich fahre ja selber auch, dann wäre es, glaube ich, dann hätte ich meinen Kopf schon längst auf den Tisch gehauen. Oh. Aha. Ich glaube, da liegt der Grund. Da liegt der Hund begraben. Ja. Wer war das? Da stand einer quer. So, jetzt haben wir das mal eingestellt und dann. Safety Car! Ist das Safety Car? Das ist der Udo Wagner. Udo Wagner, ja. Ist das Safety Car dagegen gefahren? Das will ich jetzt gern nochmal sehen. Dann links über das Safety Car. Ach Mensch. So, hier, dann. Zack! Boing! Yeah, ja! Boing! Und nur weil es das Safety Car im Spiel Luft. Deswegen ist dem Udo Wagner nicht passiert, deswegen hat er sich nicht verschoben oder ähnliches. Schade eigentlich, also es wäre, glaube ich, noch die Krönung gewesen, wenn das jetzt hier auch noch gekommen wäre. Aber es scheint für ihn nicht mehr weiterzugehen, oder doch? Weil doch. Das ist hier live. Das ist jetzt live. Er fährt also. Aber wir wollen jetzt wahrscheinlich, was passiert ist. Das Safety Car sehr schön. Oh. Hier sehen wir es nochmal. Neun. gerade schaltet die Kamera um. Super Idee. Aber wie ist das passiert? Also. Da gab es also. Aber er haut hier schon. Nee, da ist er nur außen unterwegs. Und dann müssen wir mal. Ach, und da vorne kracht schon. Ja. Und dann kann er nicht mehr ausweichen. Chris Schuh. Bumm. Haut da richtig rauf. Ja, gut, und dann Schub auch noch. Oi, vor den Friedrich Laditz geschoben. Ja. Und dann. Er will er Gas geben, ja. Und dann macht er das völlig Richtige und dreht sich noch weg. 21. Ja, da war also der Chris Hub derjenige, der das jetzt hier ausgelöst hat. Gut, also. Wir können uns weiter mit Nummern beschäftigen, glaube ich. Also, wir nehmen uns mal jetzt die Nummer 17 daher. Vom Steven Klein, der ist auf Platz 4. Das ist, also, der hat sich auch so heimlich, still und leise nach vorn geschoben. Absolut.
Und die Nummer 17, ja, die Nummer 17, ja, das okay, ist der Rollstuhl. Okay, cars inside. Yeah. Kennt man vielleicht. Be a lot of chaos up front here, so just be ready. Hat, 89, all right, buddy, give your seatbelt to tuck for me, all right? Moment, sogar NSK ist diese Nummer schon gefahren. Mhm. Matt Kenseth, 2003. War das nicht sogar in diesem Pentoil gelben Wagen? Hoch auf dem gelben Wagen, meinst du? oder wie? Nein, diese Nummer, Darren Waltrip da auf dem, in diesem Pennzoil-Wagen, auf der da in diesem gelben, schwarz-gelben Pennzoil-Wagen unterwegs gewesen ist. Ich meine mich zu erinnern, aber ich kann auch falsch liegen. Schon eine Zeit lang her. Es gab damals, gab es ja die Zeit, da wurde es ja noch übertragen auf gewissen Sendern. Das ist mittlerweile nicht mehr rein öffentlich zugänglich. Green flag, green flag. Ja, es fängt mit Eu an und hört mit Großsport auf. Ach so. So, hier geht's schon weiter. Und Matthias Koch verteidigt seine Führung hervorragend. Da sollten wir uns jetzt auch in der letzten Viertelstunde befinden. Ja, also. Alles klar, wir kriegen die Wurst allmählich. Lecker. Hast du so nicht gegessen? So, oh, und da, ich hab heute noch nichts gegessen, ne? Wir haben 22 Uhr abends. Okay. Aber ich war noch ganz die zwei Fahrspuren da kreuzt, das ist eigentlich gefährlich. Also, jetzt im Punkt Grip. Oh, ist wieder gelb, warte. Ja, es ist wieder gelb. Nummer 22. So, ja, mit dem Apron. Das ist so eine Sache, also wenn du dann nur ganz leicht drauf fährst, ist das kein Problem, aber durch den Neigungsunterschied, Knick, ja. Diesen Knick ja, durch, genau, durch den Neigungsunterschied, der da sehr plötzlich auftritt, du nennst es Knick, ist das überaus gefährlich, wenn du da die Spur zu schnell wechselst, also dann kannst du durchaus, dadurch, dass der quasi dann so ein bisschen aufsetzt, also dass du dann... Okay, road will be open this time. Ja, dass dann die Federn beansprucht werden, kann es sein, dass dir die Seite doch, also die linke Seite dann doch ein bisschen an Grip verliert, weil sie einfach nicht so die Boden, also nicht mehr so auf dem Boden gehalten wird, sondern ein bisschen von der Federung hochgestoßen wird. Mhm. Das sieht also jetzt nicht, also man sieht es nicht, das Auto fliegt jetzt nicht hoch oder so, aber ja, die Bodenhaftung ist halt wesentlich geringer, wenn du zu schnell rüber wechselst. Wenn du jetzt ganz seicht rüberfährst, von mir aus auch bei 200 und noch mehr, aber nur ganz kurz, was weiß ich, mit den beiden halben Rädern da bist, dann ist das überhaupt kein Problem. Auch wenn du ganz leicht Stück für Stück drüber fährst, macht das auch nichts aus. Aber wenn du wirklich so rüber preschst, kann es gefährlich werden. Also im Regelfall sollte man es vermeiden, sogar zu richtig. Reißen. Zumal man ja da auch die Neigung nicht hat, bedeutet, man kann natürlich da unten nicht die gleichen Geschwindigkeiten fahren. Bestimmt. So, gut, also Nummer 22. Ja, okay. Ja. wenn wir die 25 noch voll machen, ich glaube, dann fahre ich das nächste Rennen mal mit und kommentiere dann aus dem Cockpit. Das ist ein Versprechen, Leute. Also noch drei Safety-Car-Phasen und das nächste Rennen, das nächste gestreamte Rennen wird dann auch wieder Chaos. Ich ja dann dabei bin. Naja, also ich bin auch sogar schon mehrfach Ovalrennen gefahren und so viel Chaos geht da für mich aus. Da möchte ich mal gleich beruhigen. Aber es kann natürlich, ich weiß nicht, wie es jetzt hier gehandhabt wird mit der Green-White Checkered. Also, sollte es zu einer Safety Car, mal kurz erklärt, was Green Light Checkered bedeutet, sollte es zu einer Safety Car Phase kommen, die bis Rennende nicht absolviert werden kann, sodass man dann quasi hinterm Safety Car über Start-Ziel fahren müsste. So sagt die Green Light Checkered Regel, dass die Safety Car Phase zu Ende gefahren wird. Dann wird die grüne Flagge rausgehalten, okay, bedeutet es geht inside. Weiter. Eine Runde rum, dann die weiße Flagge, die die letzte Runde ankündigt. Und dann die Checker, also die karierte Flagge, die dann sagt Ziel. Also es werden dann noch zwei Runden draufgepackt, wenn die Safety Car Phase zu lang dauert. Werden dann zwei Runden draufgepackt. Dass eben
das Rennen nicht in einem Safety Car beendet wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Regel hier gilt. Ist eigentlich eine typische Oval-Regel. Ja, so, und jetzt müsste es gleich weitergehen. Genau, hinter dem Safety Car. Die Safety Car ist weg. Ja, genau. Green, green, green. Und wir fahren gerade mit Martin ja. Schöllinger, links sehen wir noch eine Runde der Fahrzeuge. Und da kommt der jetzt nicht so optimal weg, nämlich der muss sich jetzt erstmal wieder hinten einreihen, hinter einem Fahrzeug, das eine Runde weniger hat. Oder vielleicht sogar mehr. Ich weiß auch gar nicht, wer es ist gerade. Das ist Bernd Köhler. Bernd Köhler. Ja, Position 21 liegend, hat eine Runde Rückstand und ja. Martin Stöllinger da nicht optimal weggekommen. Vorne allerdings Matthias Koch, nach wie vor sehen wir da ganz vorne das erste Fahrzeug auf der Position 1. Jetzt fahren wir gerade mit Sandro. Gelb, Nummer 23. Ich glaube, die wollen wirklich, dass ich nicht fahre. Anders kann ich es mir nicht helfen, weil wir haben nicht mal mehr 10 Minuten und wir haben jetzt schon wieder eine. Ja, zwei noch und sie schaffen es und dann bin ich wirklich dabei. Und ich glaube, das wünschen die sich nicht. Also der Monitor meldet mir gerade noch, dass Steven Klein einen Platz verloren hat, kurz bevor es gelb geworden ist. Ein Platz macht ja noch nichts. Das macht natürlich nichts, aber ist immerhin Marius Bertrand eine Positionsverschiebung haben wir schon mal zu vermelden. Ja, wow, das hat mir jetzt gebracht. So, ich schau mal, ich sehe mal aus der Sicht von Marco Meyer irgendwas. Ist hier jetzt schon gelb, ist schon gelb, also es ist zu spät. The road will be open this time. Okay, hier sind Spuren. Da vorne steht jemand. Hä? Das ist auf jeden Fall Reusch. Ja. Also ein bisschen tut er mir ja leid. Und wer steht hier links noch? Roberto Lai. Also dann sind, glaube ich, die beiden ein bisschen beteiligt. Oh. Das schub schon wieder? Nee. Der laggt einfach nur. Hä? Das sind alles nur Lags. Auch von Reusch Roten, den sehen wir nämlich vorne links. Da sehen wir den Namen. Also auch das, das Schub auch da vorne. Aber wer ist jetzt schuld? Also das ist jetzt für uns nicht auflösbar. Ich weiß, wie verhält sich eigentlich im Rennen mit den Lags? Wie sehen das die Fahrer? Sehen die auch andere Wagen? Nein. Die sehen das genauso wie wir, wenn wir live drauf sind. Okay. Also völlig flüssig. Das Problem haben wir halt nur bei Replays, bei Rückblenden. Dass wir dann eben da ein paar Lags haben, weil eben nicht alle Autos permanent aufgezeichnet werden, sondern wenn nur die im Bild sind, halt wirklich, um eben Ressourcen zu sparen. Ja. Das ist eine Artfactor-Eigenheit, da können wir auch nichts für, wir würden es gerne anders haben, aber ja, wir haben das Spiel nicht entwickelt. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. aber auch die Beschäftigung hier ist ja überaus schön. Rein. Von den ersten sechs Fahrern. Bei 60er-Phasen und ich bin im nächsten Rennen dabei. Okay, Jungs, echt, haltet euch ran. Fuck. Tut euch selber einen Gefallen. Ja, aber wirklich, das. Da muss ich dir echt zustimmen. Also. Ich glaube, das wünscht sich keiner, weder die Zuschauer, noch ich selber, noch die anderen Fahrer hier. Obwohl, es wäre vielleicht ein bisschen Unterhaltung im Stream geboten. Ja, für eine neue Shell können wir ausschreiben, Flaggenschwenker, also der andere, der hier gerade momentan beschäftigt ist, dem wird wohl der Arm ausgefallen sein. Nee, noch wedelt er. Noch wedelt er ganz okay, here come your live card. It's fröhlich weiß ich. A lot of chaos up front here, so just stay ready. Eisern. Alright, buddy, get your seatbelt to tuck for me, alright? It's a beat, that bad boy. Let's go rock and roll, oder? Ja, das Pacecar biegt ab. Ja. Da hast du es aber auch gesehen mit dem Apron. Also, das Pacecar fährt erst ganz sanft über diese Linie und dann biegt es aber schnell ab. Ja. Also, noch eine halbe Runde jetzt. Das ist durchaus sehr. Aber das Pacecar hält sich auch überhaupt nicht an die. An die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse, also völlig unvorbildhaft, unvorbildlich, ganz, ganz schlimm. Also wir fahren nachbildlich, kann man ja sagen. Was? Kein Vorbild ist, ein bisschen Nachbild. Also ja, genug mit dem Motorrad. 6 Minuten noch. Genau, und jetzt geht es nämlich wieder los und diesmal kommt Martin wesentlich besser weg.
kann hier direkt mal die Brunnen hinter sich lassen und wir sind jetzt hinter Sandro Petrosello und da vorne sehen wir Matthias Koch, der unter Druck jetzt ist. Nummer 24. Unter Druck war. Ja. Oder? Oder etwa nicht? Also sind doch, doch, da oben. Ja, ja. Nummer 24. So, Leute, noch 5,5 Minuten. Soweit die nächste Phase ist, habt ihr vielleicht noch 2,5 Minuten zu fahren. Oh. Ja, schau mal hier. Ja. Bernd Köhler, aber der fährt, glaube ich, weiß nicht, ob er in die Box fährt. Auf jeden Fall ist er ja derzeit 21. Nee, er fährt nicht in die Box. Nee, er fährt nicht in die Box. Ich glaube, ja, er stand noch der. Ja, da ist es. Aber nicht nur er. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, was da los war. Da vorne fängt schon recht, hier ja, innen schon. Ach, da vorne fängt ja, ja. Wer ist es denn, der da? Das ist etwa. Das ist Gary Hart. Nein, das ist Ralf. Doch, Ralf Hart. Die Nummer 37, also hier wieder quer und löst hier eine Massenkarambolage aus. Geld passiert. Also, jetzt würde mich interessieren, was hat er hier gemacht? Hat er wieder das gleiche? Nee, dieser wird, oder? Nee, er biegt erstmal selbst ab. Also das irgendwas stimmt da ja nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass angeschubst worden ist von Roy, das ist übrigens euer Schrot, den wir da links sehen, glaube ich, ne? Das sind jetzt auch alle. Ah, hier. Da hier ist er noch. Er biegt selbst ab, das sieht man vielleicht. Ja. Er biegt erstmal selbst ab und dann gibt es den Crash. Also okay. Wieder Ralf Hart, völlig selbstverschuldet, so würde ich sagen. Also völlig ohne Fremdeinwirkung. Dreht er sich hier. Oh Mensch. Und kommt ganz unglücklich und wieder zurück auf die Strecke. Ja, oh! Ja. Und da kann auch Gary Hart nicht ausweichen. Und auch, wir sind andere hier. Nee, Philipp Monkowski geht da unten lang. Friedrich Laditz ist das. Ach, das ist auch ein Friedrich Laditz. Ja, das sehe ich an. Alles klar, ja, gut, also. Ah, oh, Mensch, Ralf Bart. Ja, nicht sein Rennen. Nee, kann man so sagen. Überhaupt nicht, aber. Also, ich glaube, er hat mich gehört und ich glaube, er will, dass ich mitfahre. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und jetzt hat sich auch tatsächlich doch mein Monitor verabschiedet. Oh, na toll. Okay, here comes your lap car on this side. It's going to be a lot of chaos up front here, so just be ready. Alright, buddy, give your seatbelt a tug for me, alright? It's a Vietnam bad boy, let's go rock and roll, is that more? Eine noch! Bei noch wie viele Minuten verbleiben? 3 Minuten jetzt, genau. Ah, jetzt wird es interessant, Leute. Also, Matthias Koch hier im Moment mit den besten Karten, das Rennen hier in Bristol für sich zu entscheiden bei noch zu verbleibenden 3 Runden. 227 Runden sind absolviert, aber das ist Makulatur. Denn jetzt zählt die Zeit, beziehungsweise die Zeit, die jetzt noch übrig ist. Die 2-Stunden-Regel gilt nämlich hier und ungefähr 3 Minuten sind noch gefahren. Finden jetzt uns gerade noch in der Gelbphase und green flag, ist also jetzt gibt's den Restart. Restart gibt's jetzt und Martin Stöllinger kam wieder. Nicht so gut weg. Nee. Kommt auch nicht am Überholten vorbei. So, Leute, jetzt reißt euch zusammen. Diese paar Runden noch. Jetzt soll eine Safety Car und ich bin im nächsten Streamrennen dabei. Das habe ich euch versprochen. Also, dann muss ich mir einen neuen Moderator suchen. Also, vielleicht ist dann der David beim nächsten Rennen wieder dabei. Ah ja, viele Grüße an dieser Und ist das die Nummer 25 jetzt? Haben oder wir gelb etwa oder was? Nein. Ich weiß es nicht, es sah so aus. Oh. Ja, hey, Nummer 25. Ja. Ich freue mich auf nicht zu. Und da steht die 65 quer. Haben wir da kurz gesehen. Der also hier anscheinend Moment. Nicht ausgelöst hat. Ja. Na, ob er es ausgelöst hat, wissen wir auch nicht. Aber es ist Friedrich Laditz. Mit dabei. Und Andreas Starke da innen auch noch. Mhm. Noah Nevi auch. Ja. So, Friedrich Laditz ist auf welchem Platz? Friedrich Laditz wird geführt im Moment. Jetzt haben wir noch einige Ausfälle übrigens auf 14. Friedrich Laditz. Nicht mehr dabei sind übrigens Robin Ricke. Okay, auf 14 ist er nicht, wurde gerade überholt. Ah, okay. Ist auf der. Hallo? Denn jetzt? Auf der 13? Ja, ist auf der 13, ja. Nee, auf der 13 ist Roy. Das gibt's ja gar nicht. Dann auf der 12 wird überholt die hier munter. Aha. Auch nett.
Also das am Rande, Rodrigue nicht mehr dabei, Udo Wagner so, nicht mehr. Oh, oh, das sieht auf jeden Fall sehr abenteuerlich aus. So, was ist passiert? Wir schauen mal aus seiner Sicht. Da vorne geht's nämlich schon ab. Da vorne hat es schon kracht und der erste, den es erwischt hat, war Andreas Starke. Das sehen wir hier gleich. Ja. Noch sehen wir nichts, wo dann ist jetzt sehen was. Oh, wow. Das ist natürlich nicht so schön. Wir schauen uns mal von hier an. So. Oh, ja, ja, und dann, ja, das ist, oh, das ist überhaupt nicht schön. So, also Andreas Starke, der ist im Moment auf dem wievielten? Andreas Starke wird geführt auf 18. 18, Robin Ricke ist übrigens auch raus. Ja. So, auf der 18, ja, da haben wir ihn. Und wie ist er abgeflogen? Also ist er da ein bisschen der Echvogel? Oder wurde es eng? Da ist Roy Schroten auch noch mit involviert irgendwie. Ja, jetzt brauchen wir mal hier eine ordentliche Kamera, so. Erstmal hier Kameras durchschalten, ist ja gar nicht. Nein! Jetzt die Felgen mit Lila. Oder Rosa. Okay, here come your lab cars inside. Glaub ich, hier gonna be a lot of chaos up front here, so just be ready. Und dann, oh! Your seatbelt to tug for me, alright? It's a beat, bad boys, let's go rock and roll, that works. Chris Schub, der ihn da schiebt. Ah, okay. Also da hat der Andreas Starke einen Schub von Chris Schub bekommen. Auch nicht die feine Englisch. Und dann im Hinterfeld ja nochmal das andere und da hat es dann Friedrich Ladet und der fliegt da voll rein. Au, 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 au. Na gut, Chris Schub konnte da in der Situation vielleicht auch gar nichts machen, weil da eben Andreas Starke da mit Roy... So, und wir haben Rennende. Wir haben Rennende, also keine Greenway Checkered mehr, nichts. Aha, okay. Das heißt, Feld ist in Gelb. Unter ja, Gelb über die richtig. Gefahren. Und der Sieger ist dann Matthias Koch vor Sandro Petrocello. Da haben wir die Stände. Martin Stellinger, Mike Azzolin auf der 4, Steven Klein 5, Marius Bert 6, Roberto Lai auf der 7, Marco Meyer auf der 8, auf der 9 dann Gary Hart, auf der 10 Noah Nevi, auf der 11 Dominik Wölfel, auf der 12 Friedrich Laditz, auf der 13 Roy Schroten in seinem ersten Rennen heute. Auf der 14 Tilo Bonkowski, auf der 15 Matthias Lamm, dann auf der 16 Chris Schub, auf der 17 Roberto Alaimo, auf der 18 Andreas Starke, auf der 19 Ralf Barth, auf der 20 ausgeschieden, aber nicht letzter der Angekommenen, Robin Ricke und auf der 21 der letzte Angekommene Ingo Lutz. Auf der 22 ausgeschieden Bernd Köhler, dann Udo Wagner, dann Chris Dahms und Thomas Strank. Das weiße Auto hier. Ja, und natürlich, auch noch zu erwähnen, da die Nummer Doppel-Null. nein, nicht weil wir zwei Nullen sind, sondern weil wir beide Doppel-Null-Agenten sind. unser Übertragungswagen von Simcom. Sind wir mal hier. Ja, sieht natürlich jetzt keiner, weil natürlich die Ergebnisse eingeblendet werden. Super Idee. Also mit TV sieht man, aber natürlich, ja, es ist ja herrlich wieder, ey. So, ja, da sieht man es jetzt hinkommen. Nur zur Hälfte, aber reicht ja aus. So, dann würde ich sagen, dann holen wir uns doch mal die ersten drei, also Matthias Koch, Sandro Petrocello und Martin Stellinger zum Interview, oder wie siehst ja. du das? Ja, klar. Gut, dann werde ich mich auf den Weg machen. Alles klar. Ja. Okay, also Bristol ist ja nicht so groß, da wirst du ja nicht so viel suchen müssen. Also, wir haben es gesehen, der Basti wird jetzt die ersten drei Platzierten einfach mal hochbringen in die Sprecherkabine und dann werden sie auch die Chance bekommen, sich einfach mal dazu zu äußern, wie das Rennen aus ihrer Sicht gelaufen ist. Das wird nämlich im Einzelnen sein. Auf dem Podium sind nämlich gelandet Matthias Koch auf der 1, der da tatsächlich wirklich ein blitzsauberes Rennen gefahren ist. Da lange Zeit haben wir von ihm nichts gesehen. Und er kam da wirklich aus dem Nichts heraus und hat da wirklich auch dann die Boxen mit Stops für sich nutzen können und sich dann auf Position 1 festsetzen können, die er dann auch, ich sag mal, ab ja, drei Viertel des Rennens auch nicht mehr wirklich hat abgegeben hat. Auf der 2 Sandro Petrocello, der auch immer eigentlich vorne mit dabei gefahren ist, konsequenterweise mit vorne dabei war, immer gut.
gestartet ist oder das Rennen wieder aufgenommen hat, als es auf grün umgeschaltet ist, also ein guter Restarter. Martin Stöllinger, der es auf den dritten Platz geschafft hat, auch schon natürlich profitiert hat von den ein oder anderen Ausfall des, von verschiedenen Fahrern, unter anderem auch Roy Schroten, aber Max Stöllinger hier, der sich hier mit zwei Boxen, die ersten vier Fahrer dann auch hat, auf die dritte Position hat vorschieben können. Und jetzt haben wir den Basti wieder da mit den drei Fahrern. Ich halte jetzt erstmal meinen Mund. Ja, sehr gut. So, da sind wir auch mit den drei Bestplatzierten aus dem Rennen. Und ja, würde ich mal sagen, dann fangen wir erstmal mit dem Drittplatzierten an. Und das war ja der Martin Stöllinger. Hallo Martin. Ja, hallo. Ja, du hast ja dich sehr lange sehr weit vorne befunden, immer so in Lauerstellung hinterm Sandro. Am Ende bist du nicht an ihm vorbeigekommen und wurdest auch, glaube ich, so circa 35 Minuten vor Ende dann noch vom Martin geschnappt. Bist du soweit mit dem Rennen zufrieden und ja, wie lief es so allgemein für dich? Eigentlich von meiner Position aus lief es eigentlich relativ gut. Ich habe eigentlich keine quasi ausgelöst, weder war ich in irgendeiner involviert. Nur ich habe in der Box, ich glaube im ersten Box schon ein bisschen zu viel Zeit verloren, deshalb dann ist glaube ich der Matthias und der Sandro dann vorbeigekommen. Ja, in der Meisterschaft bist du jetzt vor dem Rennen, glaube ich, auf Platz 3 gewesen. Mit dem Ergebnis hältst du den jetzt, da die beiden, die genau vor dir liegen in der Meisterschaft, auch jetzt heute im Rennen vor dir lagen und alle anderen auch hinter dir waren. Ja, was ist dein Ziel für die Meisterschaft? Sind ja noch viele Rennen. Ja, das Podium sollte es zumindest sein. Also jetzt am besten den dritten Platz mindestens halten. Ja. Sehr, sehr gut, ja. Okay, dann würde mich noch interessieren, ob du fürs nächste Rennen denn schon getestet hast. Nein, da bin ich auch leider nicht da. Oh, wieso denn das nicht? Ah, da bin ich leider auf Urlaub. Was bist du da? Auf Urlaub. Oh, wo geht's hin? Zum Skifahren nach Tirol. Oh. Also ich glaube, das ist schöner als dann in Richmond zu fahren, würde ich jetzt mal so sehen. Ja, es ist beides. Ja, aber beim nächsten Streamrennen, das dann im März, am 7. März stattfindet, da bist du wieder da, oder? Ja, da bin ich wieder da, ja. Okay, dann geht's nämlich in Kalifornien zur Sache. Ja, ich weiß nicht, Franco, hast du noch eine Frage? So erstmal nicht an den Martin, bleibt mir natürlich auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch für den dritten Platz und natürlich Halt und Beinbruch in Tirol wünsche ich dir. Danke. So, dann machen wir weiter mit dem Zweitplatzierten und das war Sandro Petrocello. Hallo Sandro. Hi. Ja, du hattest ja vor dem Rennen gemeinsam die Meisterschaftsführung mit dem Matthias. Nun ist der Matthias... Du hast zwar den Bestes gegeben, aber er ist dann doch vor dir gelandet. Ärgert dich das oder sagst du dir, nee, es kommen noch genug Möglichkeiten, um ihn da abzufangen? Ja, also ärgerlich nicht. Immer der Podiumsplatz ist eigentlich ganz gut. Das ist auch meine erste komplette Nesca-Saison. Hinter Matthias ins Ziel kommen, direkt dahinter ist auch ganz okay. Aber bin zufrieden auf jeden Fall. Ja, du warst ja eigentlich fast die ganze Zeit so unter den Top 7, 8, also eigentlich fast immer unter den Top 3, nur dann nach dem Stop, glaube ich, auf Platz 6. Ja, wie war das Rennen allgemein so für dich? Du hast dich ja doch relativ häufig rausgehalten, anscheinend. Rennen ist gut, also... Ja, okay. Das bisschen, was es so ein Rennen gab zwischen den ganzen Cautions. Ey, ich habe mich wirklich so gut wie es ging rausgehalten, bin in der Box schon dann an Martin vorbeigekommen und dann habe ich ja, ich glaube, fast die Hälfte des Rennens angeführt und ja, dann irgendwann nochmal in die Box, da sind ein paar halt draußen geblieben, da war mir aber dann sowieso klar, dass die auch nochmal reingehen müssen, egal wie das Rennen weitergeht und also ich habe schon damit gerechnet, dass ich da in der Region Top 3 auch bleiben müsste. Einen kleinen Zwischenfall hatte ich mit Matthias Lamm, aber... Den hatten wir im Bild. Ja, tut mir auch leid, also
war zwar schon unten, aber ich konnte auch nicht mehr vom Gas gehen, weil ich glaube, dann hätte mir der Martin auch hinten drin gehangen. Ja, passiert. Ja, ich glaube, wenn er das jetzt hört hier im Stream, dann wird er dir da auch verzeihen. Ah, ich habe mich schon bei ihm entschuldigt. Ich schon ach so, okay. Gut. Ja, für ihn war das Rennen, glaube ich, sowieso nicht mehr ganz so schön. Hat ja vorher schon ein paar Situationen gehabt, für ihn nicht ganz so lief. Von daher, glaube ich, ist das dann nicht ganz so wild. Ja, was gibt's noch zu fragen? Ich überlege gerade. Ja, dann, doch, klar, natürlich das nächste Rennen dann in 2 Wochen in Richmond. Hast du denn dafür schon ein wenig getestet? Nee, noch nicht. Also immer Strecke für Strecke und. Okay, wann fängst du dann damit an? Abwarten. Achso, okay, also abwarten klingt so nach, ja, einen Tag vorher. Nee, das nicht, also schon ein paar Tage vorher, aber lass mir da ein bisschen Zeit erstmal. Okay. Ja, dann würde ich erstmal wieder an den Franco fragen. Hast du denn noch Fragen an den Sandro? Ja, ich hätte da tatsächlich noch eine. Ich bin also ein bisschen ein Nesca-Neuling und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie du das erlebt hast hier mit Reifenverschleiß, ob das irgendwie, also wir haben sehr viele Restarts gesehen, wir haben viele Gelbphasen gesehen, kurz nach Restart, so 1 oder 2 Runden nach Restart, und wo wir gesehen haben, dass sich da einige Fahrer wirklich ohne Fremdeinwirkung rausgedreht haben und wo wir dann lange Zeit gerätselt haben, wie sowas überhaupt zustande gekommen ist. Kann es sein, dass da irgendwie Reifenabnutzung ein Problem gewesen ist oder Ähnliches? Kannst du dir das erklären? Ja, also Reifenabnutzung eher nicht. Erstens vielleicht die zu kalten Reifen und zweitens einfach das Drehmoment. Also ich bin jetzt im zweiten Gang gestartet, wo man schon sanften Gasfuß haben muss. Und ich nehme mal an, das haben auch viele anderen gemacht, die halt anscheinend nicht so den sanften Gasfuß haben. Also es war eher das Verschulden den Leuten selbst, dass die zu fest aufs Gas getreten haben, wahrscheinlich auch ein bisschen falsch geschaltet haben. Ich gehe zum Beispiel immer komplett vom Gas runter beim Schalten, also beim herkömmlichen Auto, und wenn du da voll auf dem Gas drauf bleibst, dreht der Motor hoch und dann greift ja der nächste Gang und dann kann es sein, dass es die dann direkt wegdreht. Ja, alles klar. Ja, bedanke ich mich und herzlichen Glückwunsch natürlich zum zweiten Platz. Danke. Ja, und dann würde ich sagen, dann machen wir weiter mit dem Sieger des Rennens, mit dem Erstplatzierten, mit Matthias Koch. Hallo Matthias. Hallo. Ja, du warst ja sehr lange doch irgendwie relativ unauffällig im Mittelfeld unterwegs und dann auf einmal haben wir dich so auf Platz 6, 7 rum, glaube ich, gesehen und dann hast du eine richtige Aufholjagd gestartet. Ja, erklär mal dein Rennen so ein bisschen detaillierter. Ja, also das war schon mein Plan, mich aus allem rauszuhalten, zurückzuhalten, Reifen schon für den Fall, dass wir tatsächlich mal eine Weile unter Grün gefahren wären. Gut, soweit kam es nicht, aber das ist grundsätzlich was, worauf ich Wert lege. Also erstmal defensiv anfangen, Material, Reifen, alles Mögliche schonen, um dann einfach nach Möglichkeit gute Reifen und ein unbeschädigtes Auto zu haben für die Endphase, sofern es dann da drauf ankommt, sich durchzusetzen. Deswegen war ich die meiste Zeit halt auch irgendwo, zwischen Platz 5 und 10, glaube ich, die meiste Zeit. War für mich in Ordnung. Viel Rennen gefahren sind wir ja sowieso nicht. Deswegen bin ich einfach so mitgeschwommen. Und irgendwann hatte ich dann lauter Leute vor mir, die mit alten Reifen unterwegs waren. Und die habe ich mir dann relativ leicht schnappen können. Das war einfach so die Chance, die ich gesehen habe. Die haben alle alte Reifen. Da muss ich jetzt irgendwie vorbei, weil sonst schaffe ich es vermutlich nicht, wenn dann wieder alle auf ähnlichen Reifen unterwegs wären. Und das war dann vermutlich der Moment, den ihr angesprochen habt. Irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt müssen wir mal nach vorne und schauen, ob wir uns da halten können oder ob ich mich da halten kann. Ja, wo ist denn dieser Boost, den du da beinahe ja gezündet hast, wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ja, ich glaube, der kam nirgends her. Der war bestenfalls die ganze Zeit versteckt. Also ich bin ja vorher nie so schnell gefahren, wie ich hätte fahren können.
Das würde ja nur Reifkosten und arg weit nach vorne komme ich in dem Moment ja eh nicht. Selbst wenn ich Druck mache, wenn da jemand mit genauso frischen Reifen ist, dann kommt man da kaum vorbei. Ich denke, der große Reifenverschleißunterschied zwischen den Fahrzeugen, die ich da überholt habe und mir, der hat da ja den Eindruck entstehen lassen, dass ich da jetzt auf einmal einen Boost einschalte. Und gleichzeitig habe ich halt in dem Moment einfach mal wirklich Gas gegeben, so wie ich fahren könnte und wie ich es die ganze Zeit ja nicht gemacht habe, weil es eigentlich auch nicht notwendig war. Ja, du hast die Strategie angesprochen, schön lange aus allem raushalten, dann Gas geben. Das nächste Rennen in Richmond ist ja auch wieder so ein relativ kurzes Oval. Wirst du da dann die gleiche Taktik fahren oder wirst du die da ein bisschen abschwächen, sage ich mal? Na, das ist meine Taktik für jedes Rennen. Also eigentlich außer die Super Speedways, wo man keine Reifen schonen muss. Aber auf so ziemlich jeder Strecke ist mal mehr oder mal weniger Reifen schonen durchaus einigermaßen wichtig, wenn es dann am Ende drauf ankommt. Das heißt, gerade Richmond ist im Prinzip das gleiche wie Bristol. Klar, ein bisschen weniger Banking, aber vom Reifenverschleiß, von der Art und Weise, wie das Rennen so verläuft, relativ ähnlich. Deshalb denke ich, wird die Taktik gerade auch in Richmond ziemlich die gleiche sein. Und dann hätte ich noch eine Frage zur Fahrerwertung. Hast du ja jetzt die alleinige Führung übernommen mit diesem Sieg, aber der Sandro und auch der Martin, die hängen dir doch ziemlich dicht im Nacken. Wen von den beiden würdest du denn als stärkeren Konkurrenten um die Meisterschaft ansehen? Oh je, das ist ganz schwierig. Also Martin ist wahrscheinlich ein bisschen erfahrener, weil er schon einen großen Teil von der letzten Saison mitgefahren ist. Und da weiß man, oder weiß ich, wie stark er fahren kann. Aber Sandro ist noch ein klein bisschen frischer, aber er zeigt ja auch immer wieder, dass er durchaus schnell ist. Deshalb würde ich mich schwer tun, da jetzt einen von beiden hervorzuheben. Ich denke, das sind beide in jedem Rennsieg an Werther und beides Kandidaten, da auch nach vorne mitzumischen. Okay, gut, dann schade, dass ich da keine eindeutige Antwort drauf bekommen habe, aber okay. Franco, hast du noch eine Frage an den Matthias? Ja, ich hatte auch noch eine, und zwar, der Basti hat schon angesprochen, der Martin und der Sandro, die sich hier als blitzsaubere Konkurrenten bewiesen haben. Während des Rennens haben wir noch einen dritten gesehen, nämlich Roy Schroten mit der Startnummer 009. Inwieweit oder wie stark schätzt du ihn ein? Er ist ja auch ein Frischling, hier ein Neuankömmling, und inwieweit hätte er dir gefährlich werden können, wäre er da nicht in einen unglücklichen Unfall verwickelt gewesen? Ja, also wie du schon sagtest, das war heute sein erstes Rennen, deshalb finde ich das ganz schwierig zu beurteilen. Insbesondere, weil wir ja, wie schon vielfach erwähnt, nur ganz wenig wirklich Rennen gefahren sind. Also ich glaube, das wird man wirklich erst beurteilen können, wenn wir mal lange Rennen fahren unter langer grüner Flagge, wo es man dann halt mal sieht, wie er mit Reifen umgeht, wie er dann sich vielleicht auch mal im direkten Duell durchsetzen kann, weil gegen mich hat er deshalb keine Chance gehabt in der Situation, weil er einfach viel zu alte Reifen hatte. Mhm. Das heißt, also kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Es kann schon sein, dass wenn wir mal mit in dem Moment gleichem Material unterwegs sind, dass er dann durchaus konkurrenzfähig ist. Ich denke, er hat über weite Zeit auch versucht, sich rauszuhalten, ist da relativ sauber vorne mitgefahren, soweit ich das gesehen habe. Von daher, wenn er sich so auch in anderen Rennen mit längeren Grünphasen halten kann, dann hat er bestimmt auch Chancen, da mal nach vorne zu kommen. Ja, alles klar. Bedanke ich mich auch hier an dieser Stelle und wünsche dir natürlich auch oder beglückwünsche dich zum Sieg hier in Bristol. Und danke. Gebe das Wort wieder an Basti. Ja, ich habe gerade ein paar leichte technische Probleme. Allerdings würde ich dann erstmal unsere drei Sieger sind ja alle Sieger. Erstmal wieder in die Diskussion mit den anderen Fahrern schicken. Ach, wenn es denn geht, aber die Technik spielt mir einen Streich. Ach, Mensch. Ich könnte an dieser Stelle mal versuchen. Ja, es sollte auch klappen. Ja, es klappt. Ach, Mensch. Ja, mein Rechner ist schon Asbach uralt. So, jetzt sind die drei in der Diskussion. Ja, was haben wir denn heute alles gesehen? 25 Cautions, 25 wow. Safety Car Phasen. Das muss man sich mal echt auf der Zunge zergehen lassen. Und das bei, ich glaube, knapp über 200 Runden. Haben wir die 200 Runden überhaupt geschafft? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, die haben wir auf jeden Fall geschafft, ja. Ja, okay. Aber eigentlich waren 360 ja anberaumt. Hätten wir die zu Ende gefahren, dann wären wir bestimmt bei 40 Safety Car Phasen rausgekommen.
Dann wären auf jeden Fall jetzt nicht fertig. Ja, dummerweise, ja, dann wären wir jetzt natürlich noch nicht fertig. Dummerweise habe ich nach 22 Safety Car Phasen die Ankündigung gemacht, beim nächsten Rennen mitzufahren. Das ist jetzt natürlich eine doofe Situation für mich. Aber gut, dann der Start immer 0-0 bereit, also. Ja, das sollte stimmt, mal das Kilometer stimmt kriegen, ja wohl. Ja, das ist ja durchaus richtig, es gibt ja dann den Wagen. Auf jeden Fall dann doch noch ein relativ spannendes Rennen für alle Freunde des gepflegten Crashes, war das sicherlich ein Rennen zum Verlieben in die NASCAR-Serie. Für alle anderen sollte man vielleicht warten, bis es wieder auf ein etwas größeres Oval geht. Dazu empfehlen den nächsten Stream in 4 Wochen auf dem Oval in Kalifornien im Auto Club Speedway. Da sind es dann ganze 2 Meilen. Das ist dann auch ein Super Speedway. Das heißt, da sind die Autos ein bisschen weiter auseinander. 4 Wochen bis zum nächsten Streamrennen. 2 Wochen zum nächsten Rennen. Wird darüber eine ausführliche Zusammenfassung geben, dann beim nächsten Mal. Von mir soll das gewesen sein. Ich gebe dann ab an den Franco und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ja, mehr bleibt mir da auch nicht mehr zu sagen. Du hast alles gesagt, da bleibt kein Auge trocken. Und ja, dann würde ich sagen, ja, auf Wiedersehen aus Bristol, Tennessee. Und bis in 4 Wochen. Macht's gut und bye bye.